Hallo ihr Lieben, ich bin auch mal wieder da nach, ja, ich weiß das gar nicht, wann ich das letzte Video gemacht habe. Etwas länger her schon. Und ja, ich wollte euch was zeigen. Ich habe heute Morgen ein kleines Päckchen bekommen von der lieben Gina. Ich habe das Päckchen schon mal aufgemacht wegen den Adressen. Und ja. Ich habe ihr ein kleines Dili abgekauft. Sie kommt da wohl nicht mit klar. Und ja, mit einer Hand ist das doch schlecht. Mit dem Auspacken jetzt. Ich wollte euch das gerne mal zeigen. Einen Moment. So. Und zwar ist das hier so ein kleines Silikonbaby. Sowas hier. Also im Video kam das etwas größer rüber, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es hat die Größe von den Silis, die ich auch habe. Ich habe ja so kleine und dann habe ich ja noch Karlchen, das liegt ja hier nebenan. Moment, mein Karlchen. Den lege ich mal so daneben. Den kleinen Schatz hier. Das Karlchen. Ja, das ist doch ein ganzes Stück kleiner, ne? Also im Video kam das echt größer rüber, aber es kann ja auch täuschen. Ja, und das Mäuschen bringt halt so eine Flasche mit. Ja, so eine Flasche. Ne? Ja. Und so Schnullerchen, Mini-Schnullerchen, einmal so ein ganz kleinen. Ich glaube, so ein Elefant, ne? Moment. Ja, so ein Elefant, aber ich glaube, der hält wohl nicht. Ich meine, die Gina hätte das ausprobiert. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Gott, ist der Mini. Soll man ja aufpassen, dass man den nicht verliert. Der ist süß hier. Aber da gehört, glaube ich, ein Magnet rein. Wenn das geht. Ich weiß das nicht. Der ist ja niedlich hier. So ein kleiner Schnuller. Aber der ist ja. Ja, gut, es geht. So, dann gucken wir mal. Mal hier die Bändel aufmachen. So. Ach ja, ist aber süß. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Süß, süß gemacht, das muss ich schon sagen. Also vom Gesicht her gefällt es mir schon sehr gut. Na, willst du gar nicht da raus aus dem Plastik? Hm? Ja gut, hier oben, da hat er so ein. Wie soll man das sagen? So ein Punkt oder wie? Also, aber ich finde das nicht schlimm. So, jetzt haben wir dich aber mal da rausgeholt aus dem Plastik. Oh Gott, ist der goldig. Ach Gott. Och, der ist ja goldig. Och, ist das ein goldiges Kerlchen. Ist doch ein Junge, oder? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich meine, ja. Dann ist er hier eingewickelt. So. Och. Ach ja, ein Fäustchen und noch ein Fäustchen und er klebt. Den muss ich mal einpudern. Oder sie. Ist es jetzt ein sie oder ein er? Ich weiß das gar nicht mehr. Na, ein Junge. Und der Anzug ist ja süß. Der ist ja niedlich gemacht.
Also für den Preis kann man eigentlich nichts sagen. Da werde ich mal versuchen nachzuarbeiten. Also zu stricken oder häkeln. Och. Ich glaube, jetzt mein Handy nimmt wieder so komisch auf mit diesem komischen Format. Habe ich nicht drauf aufgepasst. Aber schaut euch mal die Details an hier. Ich zeige euch das mal. Guckt mal, die kleinen Fältchen. Oh, ist das niedlich. Oh, wow. Ist der süß. Und hier die Fältchen. Guckt mal. Oh, ist der goldig. Oh Gott. Wie süß. Richtig süß. Ja, da klebt alles dran. Da habe ich schon ein Hundehaar dran. Von unserer Ruby. Ha? So. Ja. Hier ist wie so eine Naht, glaube ich. Oder was ist das? Ja. Aber ansonsten finde ich den richtig niedlich. Muss schon sagen. Hier sind auch so Fältchen. Und der ist richtig weich. Richtig süß gemacht. Ja. Ja, ganz nackig mache ich den jetzt nicht. Ich habe jetzt auch gerade keine Windel hier. Moment. So, ich habe jetzt nach längerem Suchen die Windeln gefunden. Ich hatte die so gut weggepackt. Hier ist übrigens noch so eine Art Zertifikat. So, jetzt habe ich im Windelchen angezogen. Kann ich euch den mal ein bisschen noch zeigen. So sieht er jetzt aus. Ja. Ja. Nackig, fast nackig. Also ich finde, er hat ein sehr, sehr süßes Gesicht. Das muss ich schon sagen. Richtig niedlich. Nur er klebt halt, ne? Aber den kann man ja ein bisschen einpudern. Ja. Aber süß ist er. Nur, also ich würde gucken vielleicht, der Schnuller hält ja nicht, ne? Weil, ich weiß nicht, ob man das in den Mund reinkriegt hier. Und der Mini-Schnuller, der ist jetzt schon weg. Wo habe ich den denn jetzt? Ach, nee. Da ist er. Schauen wir mal, ob der überhaupt passt. Hier. Tja, mit einer Hand, ne? So. Naja. Also. Es geht. Aber da kann man sich bestimmt was anderes einfallen lassen, ne? Aber sonst sehr süß. Muss ich mir noch einen Namen überlegen. Für den kleinen Wutzel hier. Ja. Das sind. Ich finde immer noch so helle Haare. Ja, süß ist er. Ja, Gina, vielen Dank, dass ich den kleinen Mann haben durfte oder haben darf. Hallo. Viele liebe Grüße nach Hamburg. Ich bin gut angekommen. Ja. So, und dann muss ich mal gucken. Jetzt sind die Bänder hier schon abgegangen, dass ich eben da das erstmal noch mal anziehe.
Und dann mal gucken. Ja, wenn man sieht im Vergleich zu Karlschen, ist das doch ein kleiner, ganz kleiner Zwerg. Ja, so wie meine anderen Silis. Aber ist nicht so schlimm. Ja. Ist ein ganzes Stück kleiner hier. Ne, Karlchen? Ja, du bist größer. Ja, ein größerer. Ein größeres Kerlchen. So. Ja, ihr Lieben, dann war's das wieder. Das war mein Box-Opening von dem kleinen Silly-Mäuschen. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wünsche euch alles Liebe und Gute und bis bald nochmal. Tschüss. Danke nochmal, Gina. Tschüss.